So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Majora's Mask 3D. Ja, im letzten Part haben wir eine weitere Flasche gewonnen, nämlich hier bei Kome. Die muss man ja, nachdem der Sumpf entgiftet wurde, muss man sie nochmal ansprechen mit der Bootsfahrt. Und dann macht sie ein Minispiel mit euch. Und das war nicht geplant. Ich bin versehentlich auf den Knopf gekommen. Danke dafür. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, wir starten mit dem Brunnen von Ikana. Dafür haben wir uns ja die Flasche geholt. Und die anderen Flaschen, die holen wir uns irgendwann mal. Ich meine, der Witz einer Sache ist, wenn wir den Brunnen von Ikana geschafft haben, kommt noch das Schloss von Ikana. Und wenn wir das Schloss von Ikana fertig gemacht haben, dann können wir sehr viele, ich glaube, wenn nicht sogar alle, Herzteile im Spiel holen. Nee, alle nicht. Aber so gut wie. Und das ist, denke ich mal, ein gutes Ziel. Das machen wir dann. Ne, nach dem Schloss gehen wir erstmal dann Herzteile farmen und dann gehen wir in den letzten Dungeon. Und der hat es in sich. Der ist, ordentlich. So, jetzt müssen wir allerdings erstmal zum Brunnen gehen. Und im Brunnen müssen wir ganz dringend die Gyptomaske anziehen. Die brauchen wir nämlich. So, hier haben wir die ganzen Flaschen. Ich tue die mal alle hier runter. Ich nerv das nämlich immer, wenn das nicht so sortiert ist. Zumindest die Flaschen möchte ich immer auf der Position haben. Zack. So, sieht doch schön aus, ne? So, die Gyptomaske. Die Gyptomaske brauchen wir eher als die Dekomaske. Die Hasenohren brauchen wir theoretisch gesehen auch nicht. Brauchen wir die Sora-Schuppen? Nein, auch nicht. Gut, dann haben wir zumindest hier ein bisschen frei. Dann gucken wir mal Items. Was brauchen wir an Items? Den Pfeil und Bogen setze ich erstmal dahin. Bomben. Und den Greifhaken? Ja, doch. Den setze ich dahin. Nee. Ich tausche die zwei. So. Gut, dann ziehen wir mal die Gyptomaske auf. Der Tag bricht an. Oh nein. Oh, ich habe mir die Beine gebrochen und dabei ein Viertelherz verloren. Verdammt. So. So. Einmal ganz kurz speichern. Überwiegen die Sicherheit. So, und jetzt seht ihr schon, was ich meinte. Die Gyptos, ich glaube, wir müssen die so haben. Ansonsten attackieren die uns. Genau. Oh, und stimmt, ich habe vergessen, was sie können. Die können uns dann. So. Hilf mir. Gib mir Medizin, die mich gesund macht. Hab ich nicht. Okay, der eine möchte hinfort. Der möchte Medizin. Was möchtest du? Hilf mir. Gib mir etwas Köstliches zum Kauen. Etwas aus dem Blätterwachsen. Puh. Okay. Also wir brauchen auch... Wenn du es nicht hast, dann bist du von keinem Nutzen. Hinfort! Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Dämmerung des zweiten Tages. Es verbleiben 48 Stunden. Oh nein! Dann gehen wir nochmal kurz zurück in den Sumpf. Und holen uns zumindest mal so ein, zwei Böhnchen. Ich glaube, Bohnen brauchen wir insgesamt. Also es gibt ja Leute, die haben... Die wissen wirklich zu 100%, was die wo wann einsetzen müssen für den Brunnen. Ich habe absolut keinen Plan. Ich weiß, es gibt welche, die wollen Käfer, es gibt welche, die wollen einen Fisch, es gibt welche, die wollen Wasser, es gibt welche, die wollen Quellwasser, es gibt welche, die wollen Bohnen. Ja, ihr merkt schon. Oh, vielleicht sollte ich die Maske absetzen. So, laden. Falsche Richtung. Der Laden ist nämlich hier. Nicht. Ist nämlich... Hä? Was? Ich laber schon wieder für einen Scheiß. So. Guten Morgen, Unruhstadt. Schon längere Zeit her, dass wir das letzte Mal hier waren. Da. Zum Dings müssen wir ja auch noch. Ja, eine Fee werden wir auch brauchen. Stimmt, da war was. Was ist denn hier los? Ach, das ist alles Angelzubehör. Okay. Das sah gerade kurzzeitig aus wie ein Kolben von einem Motor. Hallo. Hey. Willkommen. Kann ich dir behilflich sein? Ja, ich möchte eine Fee für... Was? 50 Rubine. Alter Schwede.
100 Rubine. Ja gut, ich hole erstmal ein bisschen Geld, ne? Den Vogelscheuche-Bolker brauchen wir ja auch noch. Oh, Junge. Jetzt kommt so alles wieder, wo ich weiß, was wir noch machen müssen. Wir müssen noch Lotto spielen. Was labert der für ein Müll? Ja, Lotto müssen wir auch noch spielen, keine Angst. Ach, die habe ich schon geholt. Okay. Was ist los? Kann ich dir behilflich sein? Bla, bla. Ich will abheben. 200 sollten reichen, oder? Na, nehme ich 300. Du werfst das Geld ja mit beiden Händen zum Fenster raus. Ja, und wenn ich's kann. Ist doch meine Sache. Puh. Frechheit. Außerdem ohne Witz jedes Mal einfach resetten den Zyklus und dann. Also, Geld sammeln ist hier in dem Spiel nicht wirklich das Problem. So. Na gut. Hallo. So, noch eine Wundererbse. Und eine Fee. Was, noch eine? Dann würde ich zwei Feen fast mitnehmen, wa? Ich glaube, wir brauchen nur eine. Ich habe 5 Flaschen. Gut, und das will ich und das will ich und das will ich. So. Ob wir das Magie-Elixier brauchen, ich habe keine Ahnung. Aber haben ist besser als brauchen, wir wissen es. So. Gut, dann zurück zum Brunnen. Mal gucken, wie weit wir kommen mit dem, was wir jetzt eingekauft haben. Ich glaube, wir kommen nicht allzu weit. Wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, was die Gyptos alle haben wollen. In welcher Reihenfolge sie es haben wollen. Oh, es regnet. Oh, das ist schön. Wird die Nacht wahrscheinlich schön kühl. Endlich mal wieder. Ja, Dachgeschosswohnung und so, ne? Wir wissen es. So, jetzt dürfen wir allerdings den ganzen Weg schon wieder rennen. Zieh doch deine Hasenohren an, damit bist du schneller. Ja, aber ich habe keinen Bock, das Menü dafür extra nochmal aufzurufen. Ladidadida. So bin ich und nicht anders. Im Übrigen habe ich mir so ein kleines bisschen in den Kopf gesetzt. Ich möchte demnächst ein neues Let's Play eventuell anfangen. Und zwar breche ich mir wieder erstmal die Beine. Möchte ich gucken, dass ich Harry Potter und der Gefangene von Azkaban für den GameCube Let's Play. Und ich bin zusätzlich am Überlegen, ob ich Metroid Prime 2 nochmal neu anfange. Aber das sind gerade so. Das fiel mir gerade aus irgendeinem Grund ein. Ich weiß nicht wieso. Hilf mir, gib mir was Köstliches zum Kauen. Etwas aus dem Blätter wachsen. Ein Greifhaken, definitiv. Ach, da unten sieht man sogar eine Karte. Das ist nicht schlecht. Ah, dies, du sollst es nicht bereuen. Bye. Und ja, an jeder Tür steht ein Gipto. Hilf mir, gib mir Medizin, die mich gesund macht. Ah, dies, du sollst es nicht bereuen. Jetzt die Frage, wo gehen wir jetzt als erstes hin? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier. So, hier gibt's Wasser und Fisch. Okay. Merken. Schnell durch. Was möchtest du denn? Hilf mir, gib mir H2O. Ich habe welche wieder nicht aufgepresst. Ich weiß doch nicht, was die Formel von Wasser ist. Ja, er möchte Wasser. Allerdings möchte er normales Wasser, ne? Es gibt auch, wie gesagt, noch den, der Quellwasser haben möchte. An den kann ich mich nämlich erinnern, weil da bin ich dann blöd umhergerannt und dachte so, wo, wie, was, hä? Du hast die Flasche mit frischem Quellwasser gefüllt. What the f... Ich dachte, das wäre normales Wasser. Au! Ich bin tot. Naja, wenn man mit dem Quellwasser wartet, dann müsste es ja auch zu normalem Wasser werden. Ich habe die Maske vergessen. Oh. Hilf mir, gib mir H2O. Gibt er sich auch mit Quellwasser zufrieden? Ich meine, es ist ja auch Wasser. Ah, dies, du sollst es nicht bereuen. Schön, jetzt ist die Tür offen. Was möchtest du? Hilf mir, gib mir etwas Schuppiges, Glitschiges. Der möchte den Fisch. Okay.
Hinfort. Ich glaube, so nenne ich den Part. Hinfort. Hallo, Fischi. Goodbye, Fischi. So, mal ganz kurz gucken. Haben wir noch eine... Nee, wir haben keine weitere freie Flasche. Eine Fly-Fly-Fraschel. Was? Was laber ich? Ich laber schon wieder Müll. Hallo. Hilf mir, gib mir was Schuppiges. Hadis, du sollst es nicht bereuen. Ich bin tot. Hände! Augen! Feurige Augen. Hier gibt's schon wieder Fische, okay. Hi! Lass mich in Ruhe, wollte ich gerade fragen. Nein, tut er nicht. Na gut. Dann muss ich's halt anders machen. Was? Verarscht mich jetzt. Shit. Okay. Müssen wir da hin? Ich glaube nicht. Ich glaube, da gibt es noch heißes Quellwasser. Vorerst brauchen wir das noch nicht. Ich wette, nächster Raum direkt. Ja, heißes Quellwasser. Ich sehe schon kommen, ich sehe schon kommen, ich sehe schon kommen. Spinnen, weben. Was soll denn dies? Machen wir die mal weg. Da haben wir Käfers. Okay. Hab keine Ahnung, ob das was bringt, wenn wir die Fackeln anmachen. Sag ich, wie es ist. Aber man kann es ja immer zu versuchen, nicht wahr? Ah! Ich wollte doch nicht nochmal. So, was haben wir hier? Bomben. Und Spuke. Spüke. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, was die Mehrzahl davon ist. Das sollte ich eventuell immer machen. Hallo! Lassen Sie mich hindurch. Ah, Moment. Ich weiß, was das für ein Geräusch ist. Genau. Ein Todeskratzer. Du gehst mal schön weg. Die setzen uns wieder an den Anfang des Dungeons. Hilf mir. Gib mir was Kleines, Krabbeliges. Der möchte einen Käfer. Ein Käferchen. Hinfort. Und du? Hilf mir, gib mir was Kleines, Krabbeliges. Nicht Klappriges, du Idiot. Okay. Also, die wollen beide Käfers. Gut. Dann geben wir erstmal dem einen Käfer. Ich habe fast das Gefühl, die haben das irgendwie umgeändert. Weil im Original auf dem N64 hatte ich so krasse Probleme, dass ich immer hin und her rennen musste. Dass das hier gerade wirklich ein Witz ging. Hadis, du sollst es nicht bereuen. Auf Wiedersehen, ich kann fliehen. Nein, kann ich nicht, es war ein Scherz. Wow. Habe ich Schaden? Ich habe Schaden genommen. Ich habe einen Käfer gefangen. Toll, toll, toll. Geben wir das dem auch noch. Übrigens, aufpassen, die Todeskrabscher, die kommen irgendwann wieder. Hilf mir, gib mir was Kleines, Krabbeliges. Junge, Junge, Junge. Oh, es gibt noch so viele, die wir, sehe ich gerade so auf der Karte. Denke mir auch nur so. Hi! Oh shit. Brennende Fledermäuse. Gibt's hier irgendwas Besonderes? Oh. Ja, gibt's. Das, um genau zu sein. Da musste ich das Auge der Wahrheit nicht benutzen, weil das hat man gesehen auf der Karte. Das ist übrigens eine witzige Sache. Die Truhen sind die ganze Zeit da. Man braucht das Auge der Wahrheit nicht hundertprozentig. Und hier ist, glaube ich, eine Feenquelle. Ja. Also hätten wir uns hier sogar Feen holen können und hätten ihn nicht für 50 Rubine kaufen müssen. Ha, gut zu wissen, gut zu wissen. Jetzt sind wir durch. Und ja, ich weiß, der Todeskrabscher kommt gleich wieder. Hinfort! So. Dann gehen wir mal da durch. Da waren wir schon. Da ist das heiße Quellwasser, welches wir garantiert brauchen werden. Aber dafür muss ich auch irgendwie an diesem Scheißviech vorbei, ne? So nicht.
ich schnell genug bin? Ich stecke gerade in der Animation fest. Habt ihr das gesehen? Schon wieder. Das ist amüsant zu wissen, aber ich würde gerne wissen, wie ich an diesem Viech vorbeikomme. Ach, ich bin ein Trottel. Ich habe eine Idee, wie ich an dem Viech vorbeikomme. Ich bin ein Stein, du siehst mich nicht. Er hätte ja funktionieren können, oder? Gut, dann habe ich noch eine Idee. Also mit Pfeil und Bogen funktioniert es ja nicht. Das haben wir ja gerade gesehen, ne? Aber entweder kann er es abschneiden. Was er kann. Okay. Du hast die Flasche mit heißem Quellwasser. Ja. Das braucht. Das war keine gute Idee, oder? Okay, wir machen nichts. So, das heiße Quellwasser, das müssen wir jetzt möglichst schnell zu dem Gipto bringen, der es auch haben möchte. Ohne dabei gegen diese rollenden Rollbalken zu knallen. Au. Ja, manchmal hilft ein bisschen Geduld. So, die Gipto-Maske vorsichtig aber wieder aufsetzen. Das wäre ein bisschen blöd. Du. Hallo, hier ist Eis. Ich will doch kein Eis am Stiel. Wer bist denn du? Hilf mir! Gib mir was Schuppiges, Glitschiges, der will einen Fisch. Ich habe keinen Fisch. Bla bla bla, bist unnütz. Idiot. Hilf mir, gib mir etwas, das den Lichtblitz verursacht und auch als Bombe eingesetzt werden kann. Als Bombe? Ah, dies. Du sollst es nicht bereuen. Gut, wir haben einen, der will einen Fisch. Hier haben wir einen, der will was? Au. Hilf mir, gib mir etwas, von dem man Eis schmelzen kann und das Verlangen des Geistes stillt. Womit man Eis schmelzen kann und was das Verlangen des Geistes stillt. Das sollte eigentlich das Quellwasser sein. Hadis. Toll. Und damit komme ich wohin? Eine Kuh. Natürlich. Wieso denn auch nicht? Ja, die werden wir noch brauchen. Denn es gibt auch einen, der Milch will. Stimmt. Daran hatte ich nicht gedacht. Bist das nicht sogar du schon? Hilf mir, gib mir was. Das explodiert. Okay. Da? Hadis. Alter, es geht so auf die Stimmbänder, ne? Geh weg. Hinfort. Ja, genau so. So, was haben wir hier? Todeskreise. Oh Gott. Hi. Diesen Nachtschwärmer kannst du nur besiegen, wenn du ihn zurückdrängst und dann zuschlägst. Okay. Ist er gerade an mir vorbei? Nachtschwärmer. Moment. Ja. Komm. Nehmen wir mal normale Pfeile. Bei den anderen Geistern hat es ja auch funktioniert, ne? Hallo. Ah ja. Okay. Da ist er. So. Den brauchen wir sogar. Das heißt, ich muss eine Flasche freimachen. Oh oh. Wie oft denn noch? Zurückdringst und dann angreifst. Aha, geht auch so. Ich hatte jetzt wirklich schon Panik, dass das so nicht funktioniert. So. Du hast einen Nachtschwärmer gefangen. Dieser flüchtige Geist kann vielleicht von großem Nutzen sein. Ja. Ich habe mich verschluckt.
Gut. Also Nachtschwärmer haben wir jetzt auch. Dann gebe ich mal eine Fee aus. Die geht auf mich. So, dann brauchen wir Fisch. Wo will ich denn hin? Ach, ja, ja, ja. Hier gibt's Käfers. Warte mal, hat man nicht im vorherigen Raum sogar einen, der Käfer wollte? Käfer gefangen. Au, ich brenne. Bisschen Magie auffüllen. So, und hier müsste einer sein, der einen Käfer wollte, ne? Oder wolltest du einen Fisch? Schuppiges, glitschiges. Du hast keinen Fisch, du bist ein Idiot. Okay. Ihr seht schon, in solchen Merkdingern bin ich überhaupt nicht gut. Hier wollen wir nicht rein, der kann uns einfrieren. Das heißt, wir müssen jetzt einen Fisch holen. Gott sei Dank war der ja wenigstens vorne hier im Busch. Im Teich. So, lass mal den Käfer kurz raus. Das garantiert keine gute Idee war. Holen uns den Fisch. Du hast einen Fisch gefangen. Wir brauchen auch noch die Milch. Zu 100% brauchen wir auch noch die Milch. Ich glaube, ich brauchen wir eher als das grüne Elixier. Wo waren die Kuh? Die Kuh war irgendwo hier und macht Mu. Vielleicht sollte... Au! Vielleicht sollte ich den Part hier beenden. Dann machen wir im nächsten Part weiter. Das ist keine Kuh. Ich gehe zur Kuh und da machen wir dann eine kurze Pause. Ich habe mich verlaufen. Da geht's zur Feenquelle. Da wollen wir... Aua, nicht hin. Hier gibt's Käfer, da gibt's Bomben. Oder war das vielleicht hier und dann geradeaus? Nein, hier war das heiße Quellenwasser, hier waren Fische. Junge, Junge, Junge. Mann, Mann, Mann. Au. Komm, geh hoch. Gut, also hier hinten haben wir nichts, was wir brauchen. Wisst ihr was? Ich speichere hier nochmal. Und ich würde dann sagen, beende ich hier den Part. Und im nächsten Part geht es hier unten weiter. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Es wird noch ein bisschen dauern. Keine Angst. Aber was soll's. Gehört halt zum Spiel dazu. Ne? Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar. Und ich sage Tschüss und bis dann irgendwann, euer Renchi. Bye.